Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video. Grüß euch. Heute geht es ums Thema Volksfest. In Ortenburg ist das Wochenende Volksfest. Und ich habe nur so einen Auftrag gekriegt für einen Käsestand. Da darf ich noch eine Deko machen. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir nicht die Deko heute mal bei dem Video? Und wir laden euch natürlich alle recht herzlich zum Volksfest ein. Und es geht noch bis Mittwoch. Ja, Michaela deckt jetzt dann so einen kleinen Tisch, damit es ein bisschen auf den Geschmack kommt. Und mir vielleicht auch. Und es gibt vielleicht ein Weißwurstfrühstück morgen bei uns. Ja, und ich werde euch das Gesteck machen. Michaela deckt den Tisch. Und tja, jetzt könnt ihr uns dann ein bisschen zuschauen. Wir haben ja von Selten und Weiden das tolle Weißwurstgeschirr. Und das bringen wir jetzt zum Einsatz bei uns. So, da haben wir das. Als Unterlage haben wir die schiefen Platten. Salz und Pfeffer können wir auch dazu stellen, weil es mag ja nicht jeder Weißwurst. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen dann etwas anderes. Da. Das habe ich mir jetzt absichtlich in so Tüttel einer da, weil das darf direkt einmal ein bisschen rustikaler ausschauen. Und dann haben wir mir so kleine Anhänger und die haben wir jetzt da einfach einmal auf so ein Tüttel aufgeklebt, dass sie ein bisschen netter und lieber ausschauen. Also, dann legen wir los mit dem Gesteck. Also, das ist jetzt mein Geäst. Und das ist immer Holzwand und da kann man das dann auch super toll festhackern dran. Und das haben wir uns eben so vorgestellt. Es sollte schon ein bisschen was filigranes sein, also nicht so dicker Kranz oder so. Und das wird jetzt da einfach einmal miteinander verbunden, die zwei Geäste. Und als erstes habe ich mir eben vorgestellt, dass ich jetzt eben diese, ja, wie heißen es denn, Michaela? Eukomis. Die hernehme. Und zwar, ich finde, die schauen aus, ist wie so Edelweiß. Und ist jetzt vielleicht auch ganz schön für so einen Käsestand. Und die tue ich jetzt tatsächlich so an die Enden schon mal so ein bisschen festmachen. Und dann haben wir natürlich Sonnenblumen, einen Hopfen haben wir dann noch hergekriegt. Der gehört natürlich zum Volksfest auch dazu. Brezen, dann haben wir da so kleine Wagen, die es natürlich am Käsestand gibt. Da wo jetzt der Käse dann auch gewogen wird. Und dann haben wir gesagt, die müssen wir jetzt einfach dann auch noch da mit verarbeiten. Die sind zwar ein bisschen klein, aber das ist halt so ein kleines, ja, so ein It-Piece zum Käsestand.
Ich habe mir jetzt eben auch vorgestellt, dass das eine ganz tolle Tischdeko sein kann, sowas. Und darum haben wir eben gesagt, wir decken einen Tisch und der wir vielleicht die Deko jetzt bloß einmal noch mal so dazwischen legen. Jetzt schauen wir mal, wie groß das jetzt wird. Ob wir es nur dazu legen können. Aber bloß damit man sich das vorstellen kann, in einer kleineren Variante war das natürlich ein total liebes Tischgesteck. Das wir jetzt für so ein, ja, vielleicht so ein Weißwurstfrühstück oder einfach einmal für so eine Geburtstagsfeier, vielleicht auch sogar mal so dekorieren kann. Dann kommt der Hopfen. Man kann das jetzt wirklich so schön an diese kleinen Enden immer wieder mal so dazu befestigen. Und man braucht jetzt da nicht mal einen Draht oder irgendwie einen Steckschwamm, sondern das wird jetzt ganz einfach bloß an diese paar Punkte dann fixiert. Zu so einem guten Weißwurstfrühstück gehört natürlich auch noch eine Tasse Kaffee. Gell? Und da haben wir die perfekten bayerischen Tassen, wo wir so einen Schriftzug drauf haben, wie das traditionelle Servus, das was halt bei uns in Bayern gibt. Und dann hätten wir noch eine Gmade Wiesen. Wäre der, wo alles sie weiß. Gell? Und Obacht geben, länger leben. Da haben wir jetzt noch unsere tollen Solarlampen, die wo ausschauen wie so. Ja, wie so alte Öllampen, sage ich jetzt einmal. Und die passen natürlich jetzt zu so einem traditionellen gedeckten Tisch auch ganz gut dazu. Mei, für auf die Nacht machen die ein super schönes, schummriges Licht. Und mei, wenn jetzt der Zun noch da ist und die Leichen noch nicht, dann ist es eigentlich ein optisches Highlight für den Tisch. Genau, und Christa wird so in ihrem Gesteck noch mit einarbeiten.
Ja, ich bin jetzt auch nochmal bei den Feinheiten. Jetzt kommen jetzt schon die Brezen und Semmel dazu, die jetzt da nochmal eindekoriert werden. Dann haben wir die Waage noch. Also es ist auf jeden Fall einer von meinen Lieblingsständen, weil Brezen, Kas, Radi, sowas mag ich unwahrscheinlich gern am Volksfest. Und da werde ich mich mit Sicherheit ein paar Mal sehen lassen an dem Stand. Das ist jetzt auch ein ganz tolles Band. Also das ist jetzt so eine Kordel, das hat einen Draht drin. Drahtkordel heißt das jetzt tatsächlich. Und ist so mit Papier umwickelt. Und das ist natürlich auch super zum Verarbeiten, weil man da nicht lang jetzt nochmal irgendwo den Draht verstecken muss oder so, sondern das einfach total toll zum Verwenden ist. Und sozusagen auch sichtbar sein kann, weil das trotzdem erschien, ja, wie eine Schleife ist. Dann muss natürlich da noch einer Volksfest Ortenburg. Das werden wir uns vielleicht ganz oben her. Und ja, unsere Laterne. Die möchte ich jetzt eigentlich wirklich da noch mit einarbeiten. Also, wenn das dann festgemacht wird, mache ich mit Sicherheit ein Foto. Wir stellen das sicherlich noch auf Instagram. Und tja, jetzt schauen wir mal, wie haltbar das ist. Genau, so kommt das jetzt dann an die Wand. Das wird jetzt dann eben mit so, ja, mit Nägel oder mit Hacker nochmal befestigt. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Hingucker. Und ich hoffe, Manuela ist glücklich mit dem Gesteck. Jetzt machen wir das jetzt einfach nochmal auf unseren Tisch. Da darf sie jetzt auch nochmal einen kleinen Ehrenplatz kriegen. Ja, den stellen wir uns jetzt da noch her. Und der Tisch ist gedeckt. Und ich darf jetzt sagen, morgen, wer morgen Arbeit kriegt, weiß wirst. Also wir sind ja jetzt seit Mittwoch heute beim Filmen. Und ihr seht es erst am Sonntag. Da sind wir natürlich schon richtig im Volksfestfieber. Und wir freuen wir uns. Auf jeden Fall, da ist es. Und ich hoffe, dass ihr uns zuschaut. Also, kennt es vielleicht auch und wir uns dann treffen im Volksfest. Und jetzt hat sich Michaela nur ein kleines Geschenk verdient, weil wir brauchen nur ein bisschen was, weil wir bleiben ja länger im Volksfest. Und wir haben also tolle Schals gekriegt und da darf sie jetzt Michaela noch einen aussuchen. Und ich kriege natürlich auch noch einen. Da darf sie uns jetzt noch zuschauen. Gehen wir stöbern. Genau. So. Ich habe mir jetzt einen ganz tollen Schal aussuchen dürfen. Den kann ich mir dann quasi im Volksfest, wenn es schon die späten Abendstunden sind, werden wir uns den schön umschmeißen, oder Christa? Genau. Ich habe natürlich pink. Den werde ich mir umschmeißen.
Und tja, wir haben die in der Messe gekauft und die sind super toll schon angekommen, obwohl jetzt noch gar keine so eine Schalzeit ist. Aber jetzt zum Volksfest ist es tatsächlich schon so, dass man sagt, ja, da brauche ich mir keine Jacken mitnehmen, nehme ich mir jetzt einfach so einen Schal mit. Und tja, ist jetzt auch ein tolles Teil. Mir gefällt der jetzt ganz gut. Und es ist halt auch super toll, die Schals zum Umwickeln, weil die haben jetzt so ein tolles Lederband und zwei Handgriffe und der Schal sitzt. Und das ist jetzt eigentlich das, was uns jetzt in der Messe super gut gefallen hat. Also so, wenn man jetzt wirklich als Schal nutzt. Und im Volksfest werden wir den natürlich wie ein Tuch nutzen und den dann den dann so umschmeißen. Genau. Gell? Dann haben wir geschützt vor der Kälte und stylisch unterwegs. Ich meine, das hat nur mal Pep dazu gekriegt. Genau. Und wir sagen mal danke, schön, dass ihr dabei wart. Vielleicht sehen wir uns im Volksfest. Da hat man uns gefreut, den einen oder anderen. Genau. Daumen hoch. Liken, weiter sagen. Ja, abonnieren und kommen. Genau. Wir taten uns frei. Und ja, schön, dass ihr uns wieder zugeschaut habt. Für euch, macht es gut. Tschüss.